Und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Jim. Heute geht es um die Preise für Internet in Bulgarien und um die aktuelle Lage hier im Land. Viel Spaß bei diesem Video. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Ereignissen hier im Land. Zum einen gibt es immer wieder Ärger an der bulgarisch-türkischen Grenze. Jetzt gerade klagt eine NGO Grenzschützer an, dass diese angeblich afghanische Leute entkleidet, beklaut und dann zurückgeschickt haben sollen in die Türkei. Die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei wird überwacht von Langstreckenradar, die jede Bewegung wahrnehmen und dann kommt doch, ja, doch nicht mehr über diese Grenze. Dann wurden immer wieder Gerüchte gestreut, wohl auch von Schleusern und von allen möglichen, dass die bulgarischen Grenzschützer auch angeblich, also es stimmt natürlich nicht, also es entbehrt jeder Grundlage, dass die auch schießen würden. Es gibt viele Schleuserbanden hier im Land. Viele Menschen verdienen etwas nebenher, um den Schleusen Menschen dann weiter in den Schengen-Raum. Bulgarien ist nicht Mitglied der Schengen-Zone, Bulgarien ist Mitglied der NATO. Der Europäischen Union nicht. Es ist kein Schengen-Land, kein Mitglied der Eurozone. Kommen wir damit, also diesen Artikel verlinke ich euch unten, wie alles andere, was ich jetzt hier wiedergebe an Nachrichten. Ja, Eurozone. Diskussion läuft, was passieren wird, was angeblich passieren wird, was Politiker sagen, was passieren wird. Und zwar soll die Euro-Einführung 2024 erfolgen, wenn denn Bulgarien weiterhin irgendwie die Kriterien erfüllt, was meiner Meinung nach schwer wird, also Rekordverschuldung. Dann, dann sagt die Regierung, dass die Preise eingefroren werden. Einige Monate vor Einführung der Gemeinschaftswährung und dann auch bis ein halbes Jahr danach, was ja in Deutschland auch der Fall gewesen ist. Oder einige Unternehmen haben es freiwillig gemacht oder irgendwie so war das früher. Aber es hat ja auch nichts gebracht. Also es sind viele Sachen teurer geworden. Und zwar, und die werden hier auch teurer. Und dann, was nicht angesprochen wird, ist halt das Problem, dass wenn ein Land erstmal in der Eurozone ist, dass dann für die Regierung dieses Landes keine Grenzen mehr gelten. Also dann kann verschuldet werden, dann sind Kredite viel günstiger, Zinsen für Darlehen sind für Staatsfinanzierung sind viel günstiger, für Staatsanleihen. Und das ist natürlich die eigentliche Gefahr, dass dann halt die Verschuldungsfalle droht. Und ja, Bulgarien ist bisher sehr niedrig nur verschuldet gewesen bis zu diesem Jahr, aber das hatten wir ja schon im letzten Video. Dann hat die bulgarische Regierung keine Sukhoi 25 Kampfbomber, Jagdbomber, wie auch immer, geliefert an die ukrainische Regierung. Das war irgendwie auch ein Gerücht, das umgegangen ist. Und es ist natürlich auch so eine Armee wie die bulgarische, kann auch nicht einfach so alles hergeben. Also es ist ja auch, man sitzt hier nicht auf einem riesigen Waffenarsenal in diesem Land, sondern man muss natürlich auch haushalten, dass dann die eigene Landesverteidigung oder wenn die NATO angegriffen wird, dann an einer anderen Flanke, dass man dann noch irgendwie eine Verteidigungsfähigkeit aufrechterhält. Also es kann ja nicht sein, dass man einfach alles weggibt. Ja, dann kommen wir zurück zur Europäischen Union. Bulgarien muss wohl 6,65 Milliarden Euro wieder zurückgeben an die Europäische Union. Es ist ein Teil des Geldes, das aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union stammt und an Bulgarien ausgezahlt wurde. Als Hilfe für die Zeit nach Corona, als Hilfe für Unternehmen, die unter der Corona-Krise gelitten haben, um das Land zu unterstützen nach der Corona-Krise. Weil Bulgarien das wahrscheinlich nicht schaffen wird in den nächsten 2 Jahren, 40% der Emissionen
einzusparen. Um 40%. Die Emissionen, CO2-Emissionen um 40% zu senken. Also Bulgarien müsste die CO2-Emissionen um 40% senken, um dieses Geld nicht zurückzuzahlen zu müssen. Was, ja, klar ist möglich, man müsste einfach alles abschalten. Sämtliche Industrie abschalten, das ist kein Problem. Aber dann hätte man natürlich Probleme, die man mit 6,65 Milliarden Euro nicht einfach so beheben kann. Also das wären dann größere Probleme, die man hier hätte. Ja, insofern kann man das wohl abschreiben. Tja, so ist das. Wie gewonnen, so zerronnen, oder? Manchmal ist das so, vor allem, wenn man mit Leuten Geschäfte macht, die halt irgendwie komische Ansprüche stellen. Ja, dann bezieht Bulgarien weiter Öl aus Russland. Ist klar, jetzt Mitte der Woche gab es dieses Ölembargo oder teilweise Ölembargo gegen Russland. Bulgarien bezieht weiterhin Öl. Und die einzige Raffinerie des Landes in Burgas wird weiterhin von russischen Öltankern beliefert. Kommen wir zum Mindestlohn. Der Mindestlohn bleibt bei 335 Euro im Monat. Es gibt keine Erhöhung. Und ja, damit reagiert das Sozialministerium auch auf das Ansteigen der Inflationsrate. 12% für dieses Jahr sind prognostiziert. Ist natürlich so, wenn jetzt. Ja, ist schade für die Leute, die dann mit dem gleichen Geld weniger kaufen können. Inflation ist halt, kann brutal sein. Ist es meistens. Es sei denn, man lebt in einem Land, das sich wirklich dran gewöhnt. Also ich kenne einen Kumpel von mir, kommt aus Chile. Und der sagt immer, Bulgarien braucht Inflation für Wachstum. Aber es ist halt. Wenn lateinamerikanische Leute sowas sagen, dann ist es natürlich auch immer interessant und die haben dann wohl auch positive Erfahrungen gemacht. Bulgarien verfügt über einen Vorrat an Brennstäben für die Kernreaktoren, der noch 2,5 Jahre lang reichen wird. Also 2,5 Jahre lang kann noch Energie produziert werden, Strom produziert werden, so wie jetzt. Und dann müssten die Kernreaktoren umgestellt werden auf Brennstäbe, die nicht aus russischer Produktion stammen. Hat man also genügend Zeit. Ja, über die Kernreaktoren kann man viel erzählen, gibt es viel zu erzählen. Es gab bisher nur einen einzigen Zwischenfall, der meldepflichtig war. Und das war vor ein paar Jahren, sind Brennstäbe aufgetaucht. Ein Brennstab aufgetaucht. Und man wusste nicht, wo er herkam. Es war nicht dokumentiert, wo dieser Brennstab herkam. Ansonsten sind diese Atomkraftwerke, diese Kernreaktoren, immer ohne Zwischenfall gelaufen. Und dann gab es natürlich uralt Kernreaktoren. Die wurden dann abgestellt, als Bulgarien aufgenommen wurde in die Europäische Union. Wo es auch das Gerücht gibt, dass Bulgarien überhaupt nur aufgenommen wurde in die Europäische Union, damit diese uralt Kernreaktoren abgeschaltet werden. Also richtig alt. Das ist die Generation so Ende 60er Jahre oder Mitte 60er Jahre. Also richtig, richtig alt. Und haben auch nicht so die große Leistung gehabt. Vielleicht zu moderneren Kernreaktoren. Ja, das sind so Gerüchte, ja. Ja, so macht man das. Ne? Klar. Quid pro quo. Das ist, ja, so muss Politik im Endeffekt funktionieren. Vielleicht, und da gibt es natürlich viele Leute, auch Bulgarien hätte vielleicht nicht ganz so früh in die Europäische Union aufgenommen werden sollen, wegen Korruptionsbekämpfung und weil halt dann doch die mafiösen Strukturen noch ziemlich stark waren im Land und naja, solche Sachen. Aber ja, es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Fertig aus. Und das sind halt alles nur Gerüchte. Also. Müsste dann in den Aufnahmeprotokollen nachschauen, aber vielleicht solche Sachen werden ja auch nicht aufgenommen in die offiziellen Protokolle. Ja, aber so agiert die Europäische Union. Das ist ja dieser Atomkraftwerk Anti-Hype immer gewesen, dass man halt die Kernkraft total verteufelt hat und dann hatte man tierische Angst vor diesen alten Kernkraftwerken, Kernreaktoren.
Und da hat man sich genau nehmen wir Bulgarien auf, wenn die Dinge abgeschaltet werden. Ja. Wird das Land natürlich immer sehr negativ dargestellt in den Medien und in fiktiven Geschichten. Da war mal so ein Tatort vor ein paar Wochen. Ich habe ihn nicht geguckt. Ja, ja, ja. So ist das einfach. Also, wenn ich eine Geschichte schreiben würde, würde ich eher Deutschland, so deutsche Unternehmer als, oder deutsche Leute oder deutsche Medien oder deutsche Politiker oder so als Bösewichte darstellen. Das ist alles immer so eine Sichtweise. So. Ja. Ich find schon, dass da einige Leute rumlaufen, die so wirklich so auch als James Bond Bösewichte durchgehen könnten in der deutschen Regierung. Und in den Bürgermeisterämtern der großen Städte und in den Ministerien der Landesregierung und mit Leuten, die über. Ja, ja. James Bond Bösewichte. Das Land eignet sich immer gut als Negativdarstellung. Ich weiß auch nicht warum. Einfach, ja, hat halt so einen schlechten Ruf. Ja. Was ist ein schlechter Ruf? Ja, hat einen schlechten Ruf. Also ich war ja auch sehr positiv überrascht. Also ich wurde ja auch dann manipuliert und oh, alles schlecht. Oh, Osteuropa schlecht. Ja, ist ja so, Osteuropa schlecht. Also es ist halt so dieser Osteuropa Hass auch irgendwie in den deutschen Medien. Das ist dann alles so Osteuropa, alles schlecht. Ohne Differenzierung, alles schlecht. Ist ja auch, ja, oder wie Sachsen dann auch immer runtergemacht wird und überhaupt die neuen Bundesländer und. Ja, es ist so. Es ist eine große Sache, dieser Osteuropa-Hass. Hass kann man nicht sagen. Hass ist wirklich ein großes Wort. Das Wort Hass wird heute viel verwendet. Ich würde es nicht so oft verwenden. Also ich weiß jetzt, ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Wort Hass anfangen soll, aber es ist halt irgendwie zweckentfremdet worden. Also Hass, auf Osteuropa. Weil halt, ja, Osteuropa ist halt schon sehr bürgerlich, ist konservativ. Ich hatte nie so große Vorurteile gegenüber Osteuropa. Halt gegenüber Bulgarien, klar, aber sonst nicht so. Sonst hatte ich nicht so Vorurteile. Nein, sonst ist alles in Ordnung. Es ist sehr warm. Es ist relativ warm für diese Jahreszeit, meiner Erfahrung nach. Es sind so 30 Grad. Und es ist aber kein kühlender Wind, der hier irgendwie weht, sondern es ist so wie so ein Föhn, der auf einen gerichtet ist. Es ist ein bisschen ungewohnt. Da war aber letztes Jahr auch schon. Vor 2 Jahren war immer so eine schöne kühle Brise. Aber heute einfach nur ein heißer Wind, der nicht wirklich erfrischt. Aber egal, fängt der Sommer ein bisschen früher an. Auch nicht schlecht. Ja, soweit dazu. Ich bin hier am Strand. Wie gesagt, es ist noch nicht wirklich voll. Es ist ein Freitagvormittag. Das Wasser ist allerdings auch noch relativ kühl. Ich gehe jetzt mal ins Wasser und werde euch dann sagen, wie kühl oder wie warm es ist. Bis gleich. Das Wasser ist angenehm kühl, ich schätze so um die 20 Grad. Und es fühlt sich sehr erfrischend an. Naja, die Luft doch relativ heiß ist und die Sonne brennt. Und wie immer trage ich im Wasser meine Mütze. Das mache ich natürlich immer, nicht nur wenn ich Videos drehe. So, hier sehen wir die Bucht von Varna. Ja, absolut herrlich. Das Wasser wird dann im Sommer so um die 27 Grad, also im richtigen Sommer, im Juli, im August. Ja, und jetzt kommen wir zu den ernsten Themen, Leute. Weiter geht's. Kommen wir zu den Preisen für das Internet hier in Bulgarien und für Prepaid-Telefonkarten, Mobiltelefonkarten. Also bisher habe ich für mein Mobiltelefon in etwas mehr als 3 Euro im Monat zahlen müssen, aber das Internet wurde dann sehr langsam. Also ich hatte Internet, weiß ich nicht,
10 Gigabyte. Dazu unbegrenzt Anrufe in Bulgarien, keine SMS und keine Auslandsgespräche. Und da haben sie das Internet immer langsamer werden lassen, sodass ich gezwungen war, in den nächsthöheren Tarif einzusteigen. 5 Euro im Monat. Ja, das habe ich dann gemacht. So, das ist das Mobiltelefon. Kommen wir zum Internet. Für Internet bezahle ich 17 Euro im Monat. Der Telekommunikationsanbieter hat mir einen Router hingestellt und hat dann auch dafür gesorgt, dass es verbunden wird, dass dieser Router verbunden wird mit dem Internet im Haus, was dann natürlich auch wieder ein paar Komplikationen mit sich brachte, aber die Installateure waren sehr nett und wir haben das dann mit der Hilfe einer meiner Nachbarinnen auch so weit hingekriegt, mussten dann in den Keller, mussten dann hier noch kontrollieren. Aber ja, so ist das halt manchmal. Ja, 17 Euro im Monat. Ja, es ist natürlich hier in der Stadt, ist das natürlich toll, aber es gibt viele, viele dörfliche Gegenden, auch hier in der Nähe von Warne, wo das Internet sehr langsam ist und wo man eigentlich auch davon reden kann, dass es praktisch gar kein Internet gibt. Aber dafür gibt es das mobile Internet, was ich vorher hatte. Eine Zeit lang. Und das hat auch ungefähr 17 Euro im Monat gekostet. So, das war's mit diesem Video. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Gebt dem Video ein Like. Macht's gut.